Servus Leute, willkommen zurück zu Project 05, Maiden of Blackwater. Im letzten Part sind wir hier auf diesen Berg gekommen und haben einen Geist bekämpft. Eigentlich ganz gut, glaube ich. Und wir gehen weiter. Ich muss sagen, bisher gefällt mir das Spiel wirklich sehr gut. Es hat so eine düstere, unheimliche Stimmung, aber es ist nicht so, dass ich vor Angst bebe. Es ist ähnlich wie Resident Evil Zero von Gruselfaktor her. Es ist nicht so krass, aber es ist einfach, es ist spannend und erdrückend, aber nicht so, als ob ich wirklich vor Angst erstarrt wäre. Halte RZ, die Spur zu folgen. Ach so. So, er ist hier entlang gegangen. Das da will ich aber haben. Schieß schnell. Ach verdammt, ich habe gerade drauf gedrückt. War ein bisschen zu spät. Fuyuhis Spur endet hier. Oh Gott! Lass mich los, lass mich los! Oh. Okay. Scheiße, der erste richtige krasse Schockmoment. Du Hand, du, ich hau dir so auf die Finger. Gut, dass du jetzt nicht nochmal hergegriffen hast, sonst wäre ich dir auf die Hand gelatscht. Eine Notiz liegt bei den toten Blättern. Sie gehört wohl Fuyuhi Himino. Ich habe solche Probleme mit den Namen, das ist unglaublich. Jetzt, wo Haruka verschwunden ist, weiß ich nicht, was ich tun soll. Allein kann ich nichts unternehmen, ich kann kaum mehr atmen. Wir standen uns bereits seit unserer Kindheit sehr nah. Jetzt, wo sie weg ist, wird mir plötzlich klar, wie wichtig sie mir eigentlich ist. Hoppla. Ich bin aufs R versehentlich gekommen, weil ich die rechte Hand gerade vom Controller wegbewegt hatte. Wie wichtig sie mir eigentlich ist. Wie unersetzlich. Ich werde den Gedanken nicht los, dass ich etwas gegen ihr Verschwinden an jenem Tag hätte unternehmen sollen. Wenn ich vielleicht etwas gesagt hätte, wäre sie nie zum Berg gegangen. Das war nicht unerträglich. Ich hätte an ihrer Stelle verschwinden sollen. Ich, nicht sie. Ich habe Haruka doch noch so viel zu erzählen, falls sie zurückkommt. Ich sollte ihr meine wahren Gefühle mitteilen, ehe wir allem gemeinsam ein Ende setzen. Vielleicht wusste sie es schon die ganze Zeit, aber ich muss es ihr trotzdem sagen. Ich muss es ihr einfach sagen. Fuyuhi muss hier gewesen sein. Ich kann diese Notiz benutzen, um ihre Spur wiederzufinden. Oh Gott! Schieß doch! Mann, ich bin zu lang. What the fuck? What the fuck? Lass mich doch los, du! Schieß! Baby, hier, Schnappschuss! Na, wie hat das gefallen? Stehst du auf meine Rampenlicht? Wer bist du denn? Ich glaube, ich sollte abhauen. Ja, stimmt, ich muss den Controller ja hochhalten. Hä? Warum habe ich dich nicht getroffen? Oh nein, der andere kommt von der anderen Seite, nicht wahr? Rennen! Ja, jetzt ist der eine. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wozu renne ich überhaupt vor euch weg? Nein! Falsche Taste! Ich drücke immer A, bin ich bekloppt? Schnell, schnell! Ja, der zweite kommt da und der kommt auch noch schneller an. Hinter mir. Ach komm. Ich lasse mich doch von euch nicht lumpen. Ihr Geister. Oh, 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 da, 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 da. Mädchen im... Ja, der kommt da angehumpelt. Weg da. Ja, renn ihn entgegen. Geil, Juri. Du bist so grandios. Ich liebe dich. Okay, da ist der eine. Wo ist die andere jetzt?
Ja, toll. War ein super Schnappschuss, muss ich schon sagen. Ich bin bester Fotograf hier. Oh, wie war das hier? Nein! Wie war das hier? Je näher sie mir kommt, desto mehr Schaden füge ich ihr zu. Hallo? Jetzt! Ist deine jetzt weg? Nee, sie ist weg. Liegt was. Das will ich doch haben. Ein Film. Neuer Film in gutem Zustand. Effektiv gegen Verbannung von Geistern. Ich wette, den hätte ich ja jetzt eigentlich nutzen sollen, aber nee, ich habe mal wieder gefehlt, weil ich mich nicht umgeguckt habe. Ja, ich glaube, ich muss jetzt ein Kräutermedizin nehmen. Wo warst du? Ich glaube, ich sollte hierfür echt das Steuerkreuz nehmen, ist besser. Und so wenig nur, naja. Naja. Aber dass Juri sich so langsam umdreht, das finde ich irgendwie nicht ganz so gut. So, wo muss ich jetzt nochmal lang? Irgendwo. Sondern da hinten entlang. Wo gehst du denn lang? Welchen Weg? Da links? Okay, da gehst du entlang. Gut zu wissen. Das heißt, du gehst erst da lang und zackelt das hier ein. Noch ein Film. Geil. Danke. Alter Film. Nicht so. Okay. Wo bin ich denn hier? Hier geht's auch lang. Hier liegt auch ein Zelt. Oh. Ich wette, da kommt jetzt gleich eine Hand rausgeschossen. Nee, gar nicht. Ein Stück von einem Notizbuch. Es muss wohl aus dem Schlafsack im Zelt gefallen sein. 9 Seiten. Okay, wird wieder Lesestoff. Wie lange ich jetzt wohl schon hier bin, das macht nun wohl auch keinen Unterschied mehr. Ich bin froh, dass ich mich doch dazu entschlossen habe, mein Leben hier ein Ende zu setzen. Hier bin ich richtig. Ich dachte, ich wäre allein, doch bin ich hier von Leuten umgeben, Menschen, die nicht mehr am Leben sind. Dieser Ort ist wohl wirklich so seltsam, wie man es sich erzählt. Gerade jetzt habe ich Kinder spielen gehört. Als ich mich ihnen nähern wollte, machten sie sich schnell davon. Ob sie wohl alleine hier gekommen sind? Oder hat man sie hier zurückgelassen? Noch vor diesem Ereignis habe ich ein raues Atmen und schnelle Schritte gehört. Und kurz darauf einen Schrei. Vor lauter Angst hielt ich meinen Atem an. Vor dem Tod habe ich zwar keine Angst, aber das hat mir einen Schrecken eingejagt. Heute habe ich eine Frau ganz in Weiß gesehen. Ihr Gesicht war verhüllt. Sie schien mich eine Weile anzustarren und verschwand dann wieder. Auf welcher Seite ist sie bloß? Ob ich ihr wohl nochmal begegnen werde? Ich habe sie wieder gesehen. Sie taucht jeden Tag auf und beobachtet mich. Ich kann ihren Blick spüren, aber nicht ihre Anwesenheit. Sie verschwindet jedes Mal, wenn mir ihre Präsenz bewusst wird. Sie muss mich wohl andauernd beobachten. Ich habe eine Stimme gehört. Eine klägliche Stimme. Sie klang wie ein Wimmern. Nein, wie ein Lied. Es war eine Art Ruf. Aber nicht für mich. Noch nicht. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Alles, was ich hier mitgebracht habe, ist verschwunden. Jetzt habe ich nichts mehr. Hier gefällt es mir. Alles hat seine Bedeutung verloren. Es war die richtige Entscheidung. Ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin. Sie wird bald hier sein. Sie wird mich mitnehmen. Sie ruft nach mir. Ich muss gehen. Okay. Schon irgendwie creepy. Okay, ich muss darüber, glaube ich. Da geradeaus weiter, oder? Genau. Das Lorenoische System. Ich nehme an, dass ich nach rechts muss. Moment, hier ist eine Brücke.
Da hinten liegt was. Okay, er geht über die Brücke, alles klar. Das heißt, ich werde erstmal woanders hingehen. Auch wenn ich dadurch Geister treffen könnte, aber das ist es mir wert. Da liegt was. Ein Karton. Oh! Aber hier ist überall Wasser. Will ich da lang? Erstmal die falsche Taste drücken, richtig gut. Wieder falsche Taste drücken. Will ich da lang? Ach komm. Oh mein Gott, ist das hier creepy. Komm, Geist. Wolf allein im Wald. Mit Juri. Komm ich von da? Nee, oder? Ich muss. Oh. Rückwärtsgang, Moonwalk. Das heißt, ich muss da rein. Das heißt, ich wollte schon irgendwelche Wege gehen, die ich nicht entlang kann. Na gut, dann werde ich hier wohl folgen müssen, nehme ich an. Durch Wasser latschen, erstmal. Okay, wo war die Brücke jetzt? Rechts, oder? Genau, rechts. Nee, war sie nicht. Oh ja. Ja. Dieser Sound, der macht mich total verrückt. Okay, da rechts ist er. Das heißt, ich kann hier noch weiter, glaube ich. Ja, ein bisschen entdecken will ich hier. Okay, da ist Wasser. Da liegt was. Nee, das sind Pflanzen. Oh, das ist pflanzenreich von Amnesia. Amnesia, die da aktiv sind. Überall pflanzenreich. Überall. Muss sein. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich renne im Kreis. Hinten blinkt was. Ist das das da? Film, geil. Meiner. Warte, ich kann nicht. Wie war das gerade? Ich kann nicht mehr davon tragen. Es gibt eine Begrenzung? Gegenstände. Den habe ich unendlich. Von denen habe ich 90. Naja. Okay, ich weiß, hier liegt das Teil. Falls ich es brauche. Na, rennt ins Wasser. So, der Typ war da hinten irgendwo. Wann jetzt die Brücke? Ich glaube, da hinten irgendwo. Aber da ist Wasser. So. Ah, genau hier. Darüber. Da, nicht wahr? Ja gut, da. Da war doch gerade eben was oder etwa. Oder habe ich mich gerade verguckt? Ja, ich glaube, da war was. Oh je. Ich bin so gut hier in Geisterknipsen. Ja, toll, super Bild. Oh, es hat noch gezählt. Dafür habe ich jetzt einen starken Film verschwendet. Ich muss geradeaus weiter, ja.
Das heißt, ich werde nicht geradeaus weitergehen. Ich werde da lang gehen. Da gerade was? Nee. Doch, 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 doch. Film, Film, Film. Yeah. Hammer geil. Davon liegt auch noch was. Ich rüste mich hier jetzt schon so volle Kanne aus. Da liegen noch mehr Dinger. Die ganze Welt ist voller Zeug. What the fuck? Lass mich los. Ich falle jedes Mal drauf rein. Yeah. Da hinten ist auch was. Wie komme ich da am besten hin? Ah, da drüber. Nochmal, weil ich habe auf normal gestellt, nicht auf einfach. Also ich müsste einfach nur R2 loslassen. Warum sehe ich schon die Hand und halt trotzdem noch die Taste gedrückt? Ich will unbedingt von Geister hinten betatscht werden. Oh nee. Oh nee, hinter mir. Och nee, vor mir. Och nee, noch viel, viel mehr. Oh, ihr kennt mich mal. Tschüss. So, jetzt kommt her. Ihr Geister, na wartet, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Komm her. Dass es so eine Scheiß-Nachladezeit gibt. Schieß, 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 schieß. Boah. Was stand da? Overkill, Dreifachkill, was, was? Habe ich euch besiegt? Boah. Ich habe euch ja richtig platt gemacht gerade. Okay. Wenn ich renne, kann ich Yuri nicht so gut steuern. Ja. Hebt das auf. Ah, mal so eine reinigende Glut. Das ist natürlich schön. Okay, darüber muss ich. Das heißt, ich werde jetzt erstmal noch hier lang schauen. Vielleicht gibt es hier noch was. Ja, hier. Was ist das da? Ein Zettel. Eine zerfetzte Notiz. Treibt am Rand des Sumpfes. Sie sieht frisch aus. Ja, trotzdem sollte sie, weil sie ja im Wasser ist, sollte irgendwie die Schrift verschwommen sein oder das Papier aufgeweicht oder irgend sowas. Der Sonnenuntergang treibt mir Tränen in die Augen. Ich habe kein Zuhause mehr, in das ich zurückkehren kann. Keiner würde dort auf mich warten. Sie wären zwar alle da, aber nicht für mich. Das weiß ich jetzt. Deswegen bin ich zum Berg gekommen. Meine Großmutter hat mir immer gesagt, dass ich mich nie während der Dämmerung dem Berg nähern sollte. Doch haben meine Füße mich von alleine hierher getragen. Ich jagte der Sonne hinterher und sie wurde immer größer. Ich konnte nicht aufhören. Der Drang überkam mich, irgendetwas zu schreiben, und genau das tue ich jetzt. Ich muss unbedingt ins Wasser gehen. Doch zuerst musste ich dies schreiben. Ich musste irgendwas schreiben. Was fehlt noch? Sie ruft mich. Ich muss gehen, ehe die Sonne untergeht. Ja. Schon ein bisschen creepy. Ich meine, ich könnte auch quer übers Wasser drüber latschen, aber dann werde ich ganz nass und dann muss ich meine Laterne auspacken. Eine Amnesia-Laterne. Und das will ich, um ehrlich zu sein, nicht, weil ich spare die mir auf, weil ich kenne mich, dann kommen wieder so Lorena-Wolf-Taktiken, wo ich in jeden Geist fünfmal reinrenne und in jedem Wasser zweimal ertrinke, in jedem Gewässer, in jedem noch so kleinen Fluss. Deswegen werde ich mir das alles schön aufsparen. Oh, da ist auch was. Und wetten, jetzt kommt wieder eine Geisterhand. Was ist das da denn? Kräutermedizin. Zweimal sogar. Schön, aber war hier nicht noch irgendwas? Da hat der Pfeil mir die Kräutermedizin gezeigt. Kann ich da einfach so durchrennen? Nee. Ich kann nicht durch Gestrüpp rennen, ich bin Juri. Ich habe schöne nackte Beine und Brennnesseln würden meine Haut vernichten.
Okay, geradeaus weiter. Ah, da geht's da langs. Ah, jetzt bin ich hier. Ich bin schon bei 20 Minuten. Ich weiß nicht, was da jetzt noch alles kommt. Unzählige Puppen sind auf dem Schrein herum aufgestellt. Vielleicht wurden sie in Ritualen verwendet. Ich bin kein großer Freund von Puppen. In Horrorspielen finde ich sie unheimlich. Die Reihen an Puppen sehen aus, als wären sie schon lange der Witterung ausgesetzt gewesen. Muss ich sie fotografieren? Hallo Puppen. Ne, muss ich nicht. Wie viel Energie habe ich? Ja, geht so. Komm, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ah, oh Mann, zu langsam. Warum kriege ich das nicht hin? Dabei sind die beiden Tasten sogar dicht nebeneinander. Ja, und warum gehst du rückwärts? Zu zeigen, dass du ein großer Michael Jackson-Fan bist. Oh Gott. Die unzähligen Puppen lächeln abwesend. Ach, Puppen. Ihr könnt mich auch hier puppen. Ist jetzt fest verschlossen. Sieht nicht so aus, als hätte Fuyuhi den Schrein betreten. Musst du direkt vor meiner Flinte stehen. Ah, da liegt was, da liegt was. Heb es auf. Goldene Hand. Weg da. Ich will den Zettel haben. Und keine goldene Hand wird mich daran hindern. Eine Seite aus dem Notizbuch liegt auf dem Boden. Es scheint Fuyuhis Handschrift zu sein. Haruka und ich sind seit dem Kindergarten schon eng miteinander befreundet. Während unserer Abschlussfeier haben wir gemeinsam ein Lied gesungen. Es heißt, das Lied der Erinnerungen. Als wir das Lied gemeinsam sangen, schauten Haruka und ich einander tief in die Augen. Das werde ich niemals vergessen. Heutzutage denke ich oft an diese Zeit zurück. Es war die beste Zeit meines Lebens. Mir kommen die Tränen, selbst wenn ich die Melodie lediglich summe. Oh Gott! Oh Mann, danke Mädchen, dass du mich erschrocken hast. Sag mal, wo hast du gerade hingeguckt? Achso, der geht wieder weg. Na toll, bin ich nur hergekommen, um mich von dem Mädchen erschrecken zu lassen, oder wie? Toll, super Spiel, danke Spiel. So, jetzt bin ich da. Da hinten geht er. Er biegt rechts ab. Wollen wir ihn hinterher? Nein, wir wollen ihn nicht hinterher. Wir wollen unser süßes kleines Mädchen Yuri hier erstmal tief in die Augen sehen. Ganz tief in die Augen sehen. Und werden den Part hier beenden. Das war Project Zero 5. Maiden of Blackwater. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.